schauen, dass wir hier ein bisschen Ordnung reinkriegen. Mhm. Die beiden haben wir rausgeschickt. Okay, wie viel Zeit haben wir? Was hat er gesagt? Höchstens 20 Minuten. Echt? Mhm. Okay. Spät dran. Das ist der letzte? Ist das der letzte? Ja. Okay. Gut, die Taschen haben wir. Okay, dann fangen wir an. Das Gerät brauche ich nicht. Dann nehmen wir mehr. Okay. Einen Handschuh brauchst du nicht, ne? Okay. Ja, der letzte für heute. Okay. Schauen wir mal, wie viel wir einbringen können dafür. Wie lange hat er hier gelebt? 10 Jahre? 11 Jahre? Mhm. Ungefähr. Okay. Fangen wir mit dem. Ja, anscheinend große... Ja, oder halt beruflich, ne? Ja, aber unbenutzt. Da ist auch noch nicht mit gearbeitet worden. Was haben wir da für eine... Keine Farbe, nix. Für Borsten? Spezielle, oder? Das kann ich ja nicht sagen. B5-0-Pinsel. Auf jeden Fall von der gleichen Firma. Rost schon dran. Mhm. Ja, die sind verrostet, ne? Also ich glaube nicht, dass man da noch... Was stehen da? Man versuchen aufzuarbeiten. Da fehlt der Stiel. Was schätzt du? Das ist höchstens Trödelware. Könnte man nicht okay. So viel mit anfangen. Mhm. Okay, toll. Ich weiß nicht, ob da Maler war. Das ist alles unbenutzt. Das ist ja noch ein Reichtum. Ich doch alles nicht mehr Farbe. Wobei das ja wirklich Pfennigartikel sind. Ne? Aber theoretisch kriegt man, das ist auch unter Trödelware, würde ich das einschätzen. Finde ich da auch drunter. Obwohl das neuwertig ist, aber mein Gott. Farbrolle. Gut, dann nehmen wir das auf den D-Teil zurück. Sprühköpfe. Ich hole die mal alle raus. Das sind einige. Mhm. Das auch zum Sprühen. Okay, jetzt haben wir 4 Stück. Ja, das ist natürlich auch eine besondere Abteilung. Kann natürlich gut sein, dass ja, Sammler dafür in Frage kämen. Das ist, glaube ich, das ist Material. Das Aluminium sein. Ja. Ne? Ist das, könnte man lösen, so ein Friseurbedarf. Ist das verklebt oder ist das lackiert? Gute Frage. Das kann man meistens immer vorne sehen. Oh, das bröckelt schon ab. Mhm. Da ist aber eine Flüssigkeit drin. Ich glaube, das ist gesprüht, aber nicht wirklich professionell. Ja. Der Friseurbedarf ja möglich. Der Drehverschluss funktioniert auch noch gut. Mhm. Da ist nur Wasser. Da ist nur Wasser drin, von daher keine Chemikalien oder so. Was haben wir hier? Ach, das sind, das kann man unter Pflegeartikel. Kann man das immer einsortieren? Mhm. Das sind diese Handzeichen. Sind das. Pflege. Ja. Produkte. Okay. Ich mache so einen Aufkleber drauf. Ja, dann kann man das so besser auseinanderhalten. Ne? Ah, hier hinten haben wir auch ganz viele Sachen. Ob die benutzt sind oder nicht. Ja, aber die Sache ist, das würde auch keiner mehr haben wollen. Das gehe ich nicht von aus. Das würde ich direkt unter Entsorgung einstufen. Ja, schmeißen wir das weg. Ist so.
Was du noch schreiben musst, ist, wo wir die Artikel gefunden haben. Ne? Also erste Schublade, zweite, ja. Wie viel gibt es hier? Dritte, genau. Dass du das schreibst, weil wir das ja nicht entsorgen dürfen. Was machen die ja dann? Also wie so eine Art Ablaufplan für die, die das dann entsorgen. Ne? Okay. Okay. So ein Medizinbehälter für Medikamente. Ich mach den mal eben auf. Welche Farbsubstanzen sind da drin? Ja, Medizin auch noch. Ne? Musst du dann nur vorher ein bisschen reinigen? Ne? Das ist eigentlich gut gebraucht. Ja. In Apotheken zum Beispiel, ne? Okay. Gucken wir mal. Ein Blutdruckgerät, auch Medizin. Müsste man nur die Batterien austauschen. Ja. Okay. Das wird kein Problem. Also in Sanitätsweise würde ich das, kriegt man auch noch gutes Geld für. Okay. Spender Abteil. Schon Farbflecken drauf da. Ist auch schon sehr vergilbt, ne? Nee, zu dem Trödel würde ich das schreiben. Es gibt bestimmt Leute, die das gebrauchen können. Schneider oder sowas privat. Ich glaube, denen ist das egal, ob es gelb ist oder nicht. Hauptsache die Farben. Aber die Farben sind, die Zahlen sind auf jeden Fall noch gut erkennbar. Oh, okay. Ein schön robustes Material, kein Papier. Technikbereich. Was haben wir denn noch dazu? Klammern, Kontakten mit Klammern. Irgendwie mit einer Zusatzfunktion. Guck mal hier. Vollständig. Mhm. Schreibwaren Fachgeschäft, da könnte man die verkaufen. Und das funktioniert gut. Okay. Das müsste man nur ein bisschen probieren, ne? Ansonsten ist es doch gut. Ja. Aufgeschrieben? Ja. Ja, stimmt. Das ist schon mal. Ja.
Schublade ist auf. Nimmst du ein neues Blatt oder so und dann. Okay. Wir müssen einmal beide eben unterschreiben. Okay. Oh ja. Okay. Okay. So, das musst du gut dokumentieren. Das sind Bargeld. Okay. Du musst auch speziell markieren. Mhm. Sagen wir da Euros. Hm? Euros? Mhm, ja. Okay. Dann gucken wir den. Schon mal einen Geldschein nehmen und das mal eben überprüfen auf diese Richtigkeit. Warte, ich habe. Nee, das habe ich gerade nicht dabei. Das kannst du auch so überprüfen, das ist ja dieses spezielle Licht da oben. Da. Ich glaube, ich würde. Warte, war das etwas schwächer? Das ist das spezielle Licht, genau. Das sind die, 20. Oder reicht das? Ja, ich habe jetzt nur die höchsten immer okay. Die Zähler. Mhm. Ja, so die ersten im Labor alles gecheckt haben. Okay. 7.526. 25. 7.625. Zweite Schublade, ne? Münzen habe ich noch. Die müssen wir mal einzählen. Das sind nicht viele. 2, 3, 4, 6, 10, 10, 10, 4, 14,50 €. Noch nicht angezündet. Wie viele haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kerzen. Ja, vermerkt das mal unter Sonstiges. Wüsste ich jetzt auch nicht. Okay. Okay. Das ist ein Teil von einem Spiel, das weiß ich. Aber das. Nicht komplett, anscheinend. Nee, also, okay. Also, das würde ich schon fast entsorgen wollen. Ne? Das ist okay. Nee. So, jetzt mal vollständig. Mal gucken, ob ich mich auch nicht irre. Okay. Hm? Gucken wir mal da. Die könnte man da
Ja. Also haben wir schon ein komplettes Set. Wahrscheinlich ein Kofferschloss, denke ich. So, wahrscheinlichsten. Die anderen drei. Könnte noch zu irgendeinem Schließfach von allem möglichen sein. Das Bank oder was ist. Ich weiß mir jetzt nicht, ob das jetzt alles dieselben sind. Sieht fast so aus. Also, ich notiere jetzt unklar. Mal. Genau. Unklar, aber. Unklar, so Vermutung. Wie es aussieht, Vermutung. Ja. Safe-Schlüssel. Es könnte auch eventuell Kommodenschlüssel oder sowas sein. Aber echtes Gold ist es nicht. Das rostet schon. Auch. Keine Firma, keine Nummer. Okay. Das würde ich fast. Ja, ich meine, auf dem Trödel kriegst du sowas gut verkauft, ne? Ja, keine Kugel ist kaputt, keine Perle. Schmuck. Okay. Das ist ja bald wieder Weihnachten. Ne? Trödel. Ja. Ist die Frage, ob man dafür eine extra Aufhängung braucht. Es wird mit vielen festgemacht. Schließen wir die. Hinten ist auch nichts mehr. Okay. Dann mal ganz kurz. Ich will mal eben was holen. So. Dann die dritte. Wie viel Zeit haben wir noch? Sechs Minuten. Okay. Ein bisschen zügiger. Okay. Wir haben hier. Ups. Ein Verbandset. Verbandset-Effekt. Ne, 2019 steht drauf. 2019. Ist also noch dieses Jahr haltbar. Irgendwas versteckt ist, weil viele verstecken ja gerne solche Sachen. Weltsachen. Schere. Wobei man die Schere eigentlich. Ich meine, das Verbandset kannst du eh nicht mehr verkaufen. Ne? Also das ist ja. Hat ja keiner mehr an für dieses Jahr. Da könnte man die Schere separat. Ja, Friseurbedarf oder so vielleicht. Oder einfach Bastelschere. Als Bastelschere deklarieren. Dann lassen wir die mal separat liegen. Okay. Ja, ansonsten. Okay. Einsortiert, die da gar nicht reingehören. So voll sind doch die normalerweise nicht, ne? Okay.
Muscheln. Ja, das könnte natürlich interessant sein. Ne? Sind das echte Naturmuscheln oder sind das... Ja. Holz geschnitzt. Ja, das sind wirklich Naturmuscheln, okay. Tatsächlich. Sehr stabil, sehr robust. Ja, das müssen wir auf jeden Fall schätzen lassen. Das würde ich kleben, damit wir uns das so einmal schätzen lassen. Das wird so ein halbes Kilo schwer sein. Die, das müssen wir mal einen austesten. Wenn die nämlich, das ist nämlich, sind nämlich recht gut im Verkauf. Probieren wir einen aus. Eigentlich sind alle Farben vorhanden. Okay. Oh. Ja? Oh, super. Ja. Ja, die kriegt man gut verkauft. Definitiv. Ja, mit der Schere zusammen in die Abteilung schreiben, das ist ja wegen der Schreibwaren und ähnliches. Okay, ich glaube, dann hätten wir das. Ja, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja, okay. Wir sind noch soweit durch. Okay, unterschreiben noch. Dokument komplett. Hat er gesagt, treffen wir uns gleich? Na, vom Wagen draußen? Parkplatz. Ja, okay. So, ja. 1, 2, 3. Und die Schnuppe nehme ich. Ja. Hast du alle Unterlagen? Ja. Okay, alles klar. Machen wir nicht was.